Guten Abend, meine liebe Sportsfreunde. Mein Name ist Gerhard Drinking und neben mir sitzt unser Experte für den heutigen Abend, Günther Nipper. Guten Abend. Wir haben heute ein sehr wichtiges Spiel hinter uns gebracht und wir werden einige Szenen zu analysieren haben heute. Im strategischen Bereich, sowohl aber auch als im technischen Bereich gibt es noch einige Schwierigkeiten. Ich glaube, da werden Gerhard, ich glaube, die fußballerische Seite werde ich besser erläutern. Richtig. Und lass dir die Moderation. Genau. Ich werde erstmal hier die Mats abfahren und wir schauen uns ein paar Szenen des Spiels an. Mit den Zähnen machen wir das selbstverständlich. Oh nein! Ja, genau. Genau. Deswegen musst falscher Einwurf. Du musst falscher Einwurf. Nein, dass die Gelbe reinhalten können. Ein Fehlpass. Wenn du irgendwas... Grobes Foulspiel! Ja, mein lieber Günther, wir werden gleich unser Team beim Einlauf sehen. Und es gibt ein kleines Ritual zur Motivation. Schauen wir doch einfach mal hier rein. Wir sehen, der Mannschaftsführer holt die letzten Tricks raus für dieses sehr schwierige Spiel. Was sagen Sie zu diesem Ritual? Ja, es ist eigentlich verwunderlich, dass es immer noch gemacht wird, aber diese Socken, dieser niemals gewaschene Socken, wird einfach zu jedem Spiel vom Spielführer ausgezogen. Aber man sieht auch die Und die Spieler trampeln auf den Socken, das ist ihr Symbol, das symbolisiert den Gegner und macht sie bereit für den Kampf. Aber es scheint auch noch wirklich eine gewisse Motivation hervorzubringen, dieses Ritual. Vielleicht sollte man es eben doch... Für den Zuschauer ein bisschen abartig, aber naja, wenn es dem Spiel dient... Schauen wir doch mal in die nächste Szene rein. Da. Wir gehen gleich an den Anfang der Begegnung. Wir werden gleich den Schiedsrichter sehen, wie er die beiden Mannschaften auf das Feld bittet. Man sieht das entsprechende Equipment, den Rasen hier. Jetzt kommen die beiden Mannschaften auf das Spielfeld und wirkt. Da sind sie da. Und sie werden gleich anfangen, sich gegenseitig abzutasten. Aber nochmal zurück zu dem Rasen. Es gibt ja jetzt ein strenges Reglement von der Trinka. Ja, die Trinka, die hat ihr eigenes Reglement mitgebracht. Sowohl silberne Etiketten als auch goldene Etiketten sind jetzt verboten. Und der eigene Rasen musste von der Trinka mitgebracht werden, um Chancengleichheit zu gewähren. Neben diesem Reglement, was neu ist. Ja, wollen wir mal sehen, ob das den Spaß am Spiel wirklich fördert oder ob es eher zu Einbußen hier kommt. So, wir gehen mal in die 48. Minute rein hier. Eine herrliche Leistung des Sturms. Ja, man sieht hier, der Einzelspieler herrlich irgendwie den Ball angenommen hat und zieht voll durch. Aber ich glaube, er hat die Flasche angenommen. Oder? Verbessern Sie sich nicht, Drinking. So, wir gehen jetzt hier mal direkt in die 58. Minute. Der Trainer der gegnerischen Mannschaft lässt hier einen neuen Spieler auflaufen. Mir ist nicht ganz klar, welche Taktik er hier versucht zu fahren. Ja, der Stützengrüner Spieler war lange Zeit nüchtern, nach seiner Verletzungspause. Trinkt sich jetzt draußen warm und ist heiß erpicht auf seinen Einsatz, um endlich ins Team zu kommen. So, wir gehen hier mal in die Mitte der Begegnung, die 63. Minute. Leichtes Zuspiel hier, das Spiel ist etwas eingeschlafen, hier doch am Spielfeldrand passiert etwas hier. Ja, oben rechts sieht man es sehr gut, der Stürmer steht nüchtern frei und wird angespielt und sofort vom Verteidiger attackiert. Er kann sich auch kurz den Ball wieder abluchsen, doch der Stürmer bleibt hartnäckig. Er lässt sich hier ganz kurz attackieren und gibt den Ball zurück. Und da ist das der Pass, ja. Ja, gehen wir nochmal in die 65. Minute. Der erste Treffer der gegnerischen Mannschaft. Ja, schauen wir uns das mal an hier. Ja, wir sind ein bisschen zurückgegangen. Wenige Sekunden zuvor, man sieht, der Rasen ist sehr aufgeweicht. Doch nichtsdestotrotz wird auf technisch hohem Niveau gespielt. Ja, eine solche Spielfreude sieht man normalerweise nur von Spielern aus Brasilien. Und jetzt wirklich. In der Tat, man sieht es gleich hier, das Tor. Jetzt kommt zum Tor und hier wird es verwandelt. Herrlich ausgetrunken. Ja, eine herrliche technische Leistung, die das gegnerische Team aus Spitzenkrieg in Führung bringt hier. Und was für eine Freude. Ja, am Ende sollte es dann doch nicht gereicht haben. Doch hier der frühe Führungstreffer.
Zum Ende der Partie wurde das Spiel etwas ruppiger. Wir werden jetzt hier in eine Szene reingehen in der 75. Minute. Und wir sehen, die gegnerische Mannschaft attackiert unsere Jungs hier sehr schwer. Schauen wir uns das einfach mal an. Wir sehen hier deutlich, man kann schon fast sagen, es ist ein Mannschaftsfoul. Ja, man sieht sehr gut hier. Er attackiert sie zwar nicht von hinten, aber von vorn und dann... Es ist fast vorbereitet hier. Gleich dann, alle drei. Ja. Ja, das sah böse aus. Müsste eigentlich gelb geben. Das müsste gelb-rot geben, meiner Meinung nach. Er hat sogar einen Spieler der eigenen Mannschaft hier verletzt. Hier die 84. Minute, eine Standardsituation. Ja, die Mauer müssen korrigiert werden, die Biers sind noch zu voll. Und hier wird der Freistoß ausgeführt und herrliche Annahme. Und er versucht mit dem Kopf ins Tor zu befördern, muss aber das zweite Mal nachsetzen. Ja. Und jetzt ist er drin. Und das Handspiel hat der Schiedsrichter hier in dem Fall nicht gesehen. Es ging zu schnell, obwohl er gut stand, aber... Gut, hier der Anschlusstreffer der Mannschaft aus Zorbis. Ja, meine lieben Zuschauer, es ist spät geworden hier bei uns im Studio. Wir haben ein hochkarätiges Spiel gesehen. Die Mannschaft aus Zorbis konnte sich durchsetzen am Ende. Noch einen abschließenden Kommentar von Günter Nipper? Das war wirklich Fußball auf hohem Niveau. Beide Teams haben wirklich Engagement gezeigt. Und was man hier an technischen Finessen gesehen hat, das war wirklich brasilianischer als die Brasilianer selbst. Ja, mit ihrem... mit dem hohen Kenntnisstand in der Trinkerei hätte ich mir doch jetzt einen etwas tiefgreifenderen Kommentar gewünscht zum Spiel. Wir haben Sie hier als Experten eingeladen. Wollen Sie nicht noch etwas sagen? Ja, ich glaube, es ist alles gesagt worden und es war von Zuschauern selbst ersichtlich, wie stark beide Teams engagiert waren und die Bälle wirklich in den Reihen gehalten wurden und der leichte kämpferische Vorteil den Zobisern letztendlich zum Sieg verhalf. Gut. Also diesen Kommentar hätte ich, glaube ich, auch noch geben können. Wollen Sie nicht noch etwas in die Tiefe gehen? Dringend, Sie können mich nicht beleidigen. Sie machen doch beim Zuschauen Fehler. Gut. Belassen wir es dabei und geben zurück ins Studio. Vielen Dank, Günter Nipper. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren.